Hallo ihr Lieben und willkommen zum 13. Tag der Hope Challenge. Es freut mich immer wieder, dass ihr da seid, an jedem Tag mitmacht. Das ist super cool, Dankeschön dafür. Heute live aus meinem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, alles in einem. Heute geht es bei der Challenge um plastikfreie Supermärkte. Du hast ja schon in der Challenge mitgekriegt, dass es mir ganz, ganz stark um weniger ist mehr geht. Also Dinge nicht kaufen, die wir nicht wirklich brauchen, das ist immer das Beste, was wir tun können für die Welt. Weil alles, was wir herstellen, muss ja irgendwie Ressourcen benötigen. Benötigt Ressourcen. Punkt. Und Plastik oder Verpackung, die nicht sein muss, ist eigentlich totale Verschwendung. Das heißt, wenn wir können plastikfrei oder verpackungsfrei generell einkaufen, dann ist es ein riesen Win-Win-Win für die Umwelt. Deswegen geht es in der heutigen Challenge um plastikfreie Supermärkte. Ich wünsche mir heute, dass du dich informierst, wo in deiner Nähe du einen plastikfreien Supermarkt findest, wo du einen Supermarkt findest, wo du offen, lose, ohne Verpackung kaufen kannst. Geh da mal hin. Zuerst informier dich, wo in deiner Nähe es so einen Supermarkt gibt. Schreib es nieder, teile es in den Kommentaren, damit alle wissen, okay, du bist in diesem Ort und da gibt es diesen plastikfreien Supermarkt oder das plastikfreie Geschäft oder kleinen Hofladen, wo du auch Dinge ohne Plastik kaufen kannst. Also alles, wo du tolle Produkte findest, die vielleicht sogar regional, saisonal, biologisch, vegan, wäre cool und halt eben plastikfrei sind. Schau da mal hin. Das heißt, informiere dich zuerst, wo es in deiner Nähe so einen Supermarkt gibt. Schreib es in den Kommentaren rein. Schreibe auch den Ort dann rein, damit die anderen in der Community das auch wissen, wo es diese Geschäfte gibt. Und dann geh da mal hin und schau dir mal an, wie diese plastikfreien Supermärkte so sind. Was gibt es da zu kaufen? Welche Produkte kannst du da finden, auf die du dann kannst in anderen Geschäften verzichten, wo sie in Plastik verpackt sind? Welche Produkte kriegst du da alles? Wie werden die angekauft? Musst oder darfst du etwas mitbringen? Einen Behälter, ein Glas, was auch immer, um diese Produkte reinzutun, um sie dann nach Hause zu tragen. Wie funktioniert das? Schau dich da um, weil es ist mega spannend. Ich liebe plastikfreie Supermärkte. Bei uns zu Hause in Südtirol gibt es auch schon offiziell zwei plastikfreie Supermärkte, aber es gibt mehrere Geschäfte, die eine plastikfreie Ecke anbieten. Das wird immer mehr, das heißt, es ist ziemlich cool und es kommt auch ziemlich gut an. Und je mehr Menschen da mitmachen und genau in solchen Geschäften einkaufen, umso mehr trauen sich auch große Supermarktketten, eine plastikfreie Ecke mit einzubauen. Weil es ist gar nicht so schwierig. Stell dir vor, in einem Supermarkt gibt es ein ganzes Regal nur mit plastikfreien Dingen. Hier in Frankreich, ich bin zurzeit in Frankreich, hier gibt es das, ja, in jedem Biogeschäft auf jeden Fall, aber auch in vielen Nicht-Bio-Geschäften gibt es eine Ecke, da kriegst du bestimmte Dinge plastikfrei. Das gibt's. Das ist was Cooles. Und je mehr das unterstützt wird, desto mehr wird es auch produziert und angeboten. Also spiel mit, Angebot und Nachfrage zu verändern. Und ändere es in Richtung plastikfreie Supermärkte. Mach diese Welt einfach schöner, indem du dein Kaufverhalten einfach änderst. Schritt für Schritt. Alles auf einmal wird schwierig. Mach es einfach Schritt für Schritt. Und gib's weiter an andere, damit sie das auch tun können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Das ist die heutige Challenge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es ist sogar ein Shopping-Erlebnis. Also ich liebe es. Es ist einfach wunderschön. Viel Spaß dabei und wir sehen uns morgen bei der Challenge. Baba, Dankeschön.